So, damit herzlich willkommen zum neuen Video im Modul Immobilienmanagement. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es im Zuge der Immobilienbewertung weiter mit den sogenannten Bewertungsanlässen. Ja, Bewertungsanlässe. Warum bewerten wir überhaupt Immobilien? 5 Punkte, die hier zu nennen sind, könnt ihr euch wie immer auf dem Karteikärtchen schreiben, darunter noch 1-2 Sätze, damit ihr wisst, was ihr darunter zu verstehen habt. Im ersten Schritt nennen wir diese, im zweiten Schritt erläutern wir diese. Also reines Auswendiglernen erstmal, natürlich besser, man versteht es, aber ich denke, das Ganze wird gleich ersichtlich. Also wir haben als ersten Punkt die sogenannte steuerliche Bewertung der Immobilie, Hier gehen wir gleich genauer noch drauf ein. Dann zweitens die bilanzielle Bewertung der Immobilie. Dann dritter Punkt, sicherungsbezogene Bewertung, die sicherungsbezogene Bewertung der Immobilie, zum Beispiel eben des Gebäudes, Immobilie, bauliche Anlagen etc. Dann vierter Punkt, die steuerungsbezogene Bewertung. Steuerungsbezogene Bewertung der Immobilie. Und der letzte Punkt, die transaktionsbezogene Bewertung. Transaktionsbezogene Bewertung der Immobilie. Ja, und da bekomme ich schon mal einige Punkte. Allein für das Nennen der Bewertungsanlässe reicht natürlich nicht aus, um dann in einer Klausur zum Immobilienmanagement auch diese dann zu bestehen. Deshalb macht es durchaus Sinn, nochmal den einen oder anderen Punkt etwas genauer zu erläutern. Bei der steuerlichen Bewertung ganz einfach. Im Steuerrecht, ja, brauchen wir sie einfach zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlagen. Diese ist einfach erforderlich, die steuerliche Bewertung. Das schreibt der Gesetzgeber vor. So, also ist im Steuerrecht findet ihr hier auch ausführlichst auf unserem Channel, Unternehmensbesteuerung, Gewinnermittlung, Rechtsformbesteuerung, dann die volkswirtschaftliche Steuerlehre, schaut euch mal gerne um, zur Ermittlung der Grundlagen erforderlich. Ein Satz. Wir haben als erstes einmal die steuerliche Bewertung genannt und dann nochmal das Ganze in einem Satz verpackt und da sollte es dann, wenn möglich, auch die vollen Punkte für geben. So, bilanzielle Bewertung der Immobilie, ja, ist im Bilanzrecht bei der Anschaffung so wie bei der Neubewertung erforderlich. Ich stelle ja eine Bilanz auf. Ich habe ja Handels- und Steuerbilanz entsprechend aufzustellen. Und demzufolge muss natürlich die Immobilie, die ich zum Beispiel gekauft habe, auch in der Bilanz dann aufgeführt werden. Das ist dann eben das Bilanzrecht. So, der Immobilie ist im Bilanzrecht. Ich meine, das wäre hier dann Gewinnermittlung bei der Anschaffung sowie der Neubewertung
erforderlich. Zum Beispiel, wenn ich eine Kapazitätserweiterung oder allgemein eine Erweiterung der Gebäude vornehme, ein weiterer Gebäudeteil kommt zum Gebäude hinzu, dann muss das natürlich berücksichtigt werden in der Bilanz und es kommt dann zu einer sogenannten Neubewertung der Immobilie. Und das ist auch erforderlich im Zuge der Bilanz, weil ich in der Bilanz auch einmal das Vermögen den Schulden gegenüberstelle. Das wäre dann eben Thema im Rechnungswesen, vor allem im externen Rechnungswesen. So, sicherungsbezogene Bewertung der Immobilie als dritten Punkt. Und zwar umfasst die versicherungstechnische Bewertung als Grundlage zur Kalkulation der Gebäudeversicherung. Ja, als Unternehmer macht das durchaus Sinn, meine Gebäude auch abzusichern. Auch wenn ich jetzt ein Eigenheim habe als privater Haushalt, ich kaufe mir ein Haus, zahle dieses Haus per Kredit über 15, 20, 25 Jahre ab, macht das durchaus Sinn, das Haus gegen Brandschutz, gegen Brand zu versichern, eine sogenannte Brandschutzversicherung, damit, falls irgendwas sehr Unwahrscheinliches im Haushalt passiert und mir das Haus abbrennt, ich gegen den Schaden auch versichert bin. So, und darum geht es eben, eine sicherungsbezogene Bewertung der Immobilie, zum Beispiel um sich gegen Schäden abzusichern. Der Immobilie umfasst die versicherungstechnische Bewertung als Grundlage zur Kalkulation der Gebäudeversicherung. So. Ja, nächster Punkt, steuerungsbezogene Bewertung der Immobilie umfasst eben die Bereitstellung und Evaluierung des Immobilienbestands auf seine Kosten, Nutzen und Risikowirkungen. Das mache ich eigentlich, nehmen wir jetzt mal die ersten drei Punkte raus. Hier möchte ich natürlich erstmal wissen, welcher Immobilienstand steht dem Unternehmen zur Verfügung. Dieser Immobilienbestand muss natürlich bereitgestellt werden. Ich muss ihn bewerten können, evaluieren. Das heißt, auf seine Kosten, auf seine Nutzenwirkungen hinsichtlich in regelmäßigen Abständen immer wieder bewerten. Was können wir besser machen im Zuge der Kosten? Können wir die Kosten vielleicht senken? Können wir den Nutzen erhöhen? Haben wir vielleicht noch irgendwie eine Lagerfläche oder so, die aktuell nicht genutzt wird? Und natürlich die Risikowirkung der Immobilie dann noch einschätzen zu können. So, das ist, finde ich, auch der schwerste Punkt von den fünf. Umfasst die Bereitstellung, also inwiefern, wofür stellen wir die Immobilie bereit, zum Beispiel als Lagerfläche, Bereitstellung oder als Produktionshalle, Bereitstellung und Evaluierung oder wir vermieten Flächen etc. Und ja, des Bestands auf seine Kosten. Also zum einen gibt es noch Potenzial, die Kosten weiter zu senken oder den Nutzen zu erhöhen. Nutzen oder auch die Risiken zu verringern. Und Risikowirkungen. Welche Risiken sind mit der Immobilie verbunden? Punkt. Kann man sich auch gut auf ein Kartellkit hinschreiben. Ja, fünftens, die transaktionsbezogene Bewertung der Immobilie umfasst eben die Vorbereitung von sogenannten Markttransaktionen. Ich trete ja als Unternehmer in eine sogenannte Transaktionsbeziehung
zum Beispiel in Bezug auf einen Großhändler, Beziehung von mir als Unternehmer zum Großhändler, dann habe ich eine sogenannte Transaktionsbeziehung. Wäre zum Beispiel Thema in der Transaktionskostentheorie. Schaut euch die gerne mal auf unserem Channel in den Playlisten Organisationslehre, Unternehmensführung und Betriebswirtschaftslehre an. Der Immobilie umfasst die Vorbereitung von Markttransaktionen, Zum Beispiel möchte ich einen Gebäudeteil vermieten, einen Gebäudeteil verkaufen, ein Gebäude verkaufen, allgemein eine Immobilie veräußern, vermieten, verpachten. Verpachten ist, glaube ich, nicht Gebäude, das ist, glaube ich, Grundstücke. Auf jeden Fall müssen natürlich diese Transaktionen vorbereitet werden. So, Markttransaktion, Punkt. Das soll es ja schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben zu den Bewertungsanlässen, warum man überhaupt eine Immobilienbewertung vornimmt, steuerlich, weil sie eben gesetzlich festgeschrieben ist. Um die Gebäude zu versichern, die Immobilien zu versichern, muss eine Bewertung vorgenommen werden, den Einsatzzweck der Immobilie überhaupt festzustellen, um die Immobilie überhaupt bereitzustellen, um Kosten, Nutzen, Risikowirkungen einzuschätzen und sogenannte Transaktionen auch vorzubereiten. Das soll es auch gewesen sein. Ich finde, das kann man sich gut merken. Packt euch da so ein Karteikärtchen drauf und lernt das. Bis zum nächsten Mal. Ich schreibe euch alle 5 Pakete nochmal unten in die Videobeschreibung hinein. Bye.